Schmittendorf-Kolli, wie Sie ja herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins. Iran, das ist ohne Zweifel ein Land mit einer Jahrtausende alten Hochkultur. In der letzten Zeit haben westliche Staaten die politisch motivierten Boykottmaßnahmen gelockert. Es ist deswegen besonders auch erfreulich, dass die damit gewonnenen neuen Chancen sofort auch für die Eisenbahngemeinschaft genutzt werden. Auf der Tourismusmesse ITB in Berlin sprachen wir mit einem Spezial-Eisenbahnveranstalter, der ein Sonderprogramm in den Iran anbietet. Hier die Details. Der Fluss Shat al-Arab bildet am Persischen Golf die Grenze zwischen Iran und Irak. Hier befindet sich die quirlige Hafenstadt Abadan. In der Nähe liegt die Schwesterstadt Horamshahr. Ihr Bahnhof ist der Ausgangspunkt für die erste normalspurige Eisenbahn Irans. Die transiranische Eisenbahn wurde zwischen 1927 und 1938 gebaut. Sie ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung und verbindet den Persischen Golf über Teheran mit dem Kaspischen Meer. Eine spannende Bahnstrecke. Kein Wunder, dass der Reiseveranstalter Andreas Lotter ins Schwärmen kommt, wenn er über die Eisenbahnen Irans erzählt. Natürlich auch für den Eisenbahnfan hat dieses Land was zu bieten. Sie haben da einen Fuhrpark, ein Sammelsurium, weil dieses Land und in der Zeit der Sanktionen nicht einheitlich hat sich Züge einkaufen können. Jetzt haben sie also viel von China bekommen, die eigentlich mit dem Iran immer zusammengearbeitet hat. Und China hat ja selber eine boomende Eisenbahnindustrie. Aber es gibt auch zum Teil ausrangierte Wägen aus europäischen Ländern. Und sehr beliebt sind, da ja die Deutsche Bahn sich aus dem Nachtreiseverkehr immer weiter verabschiedet hat und der Iran fast nur Distanzen hat, die man quasi über Nacht fährt, finden sie dort unglaublich viele ehemalige deutsche City Nightlight Wagen und die haben dort ein zweites Leben. Und in einem ganz abgelegenen Bahnhof vom Iran im Norden an der Grenze zu Aserbaidschan bin ich mal mit dem Zug reingefahren und dann stand dort vom Wagen ein kompletter deutscher Intercity-Zug und zwar in der modernsten Lackierung. Und zwar nicht nur ein paar Wagen, sondern ein kompletter Zug. Und er steht da. Was daraus mal werden soll, ich weiß es nicht, aber es ist die Entdeckung, wo man sich fragt, wo bin ich hier? Und es gibt natürlich ein paar unglaublich schöne Bahnstrecken im Land, vor allem die von Teheran zum Kaspischen Meer rüber. Das ist, da hat vor kurzem sogar die Neue Zürcher Zeitung mal einen Bericht darüber geschrieben und sagt, die sei noch spektakulärer wie die Gotthardbahn. Landschaftlich stimmt das, aber jetzt muss man sich mal so vorstellen, die Gotthardbahn ist eine durchgehend zweigleisige elektrifizierte Strecke mit moderner Signaltechnik und sie haben hier eine der wenigen Strecken im Iran, die noch mit Signal, mit Flügelsignalen bemacht wird. Alle anderen sind auch mit moderneren Signalen und sie ist eingleisig und sie hat natürlich einen viel dünneren Fahrplan und da fahren sie also mit einer starken Diesellok durch. Sie fühlen sich also auch von den Felsformationen dann teilweise wie im Wilden Westen. Da braucht man nur die Augen zumachen, wieder auf, dann denkt man, jetzt kommen die Indianer angeritten und überfallen den Zug. Für die transiranische Eisenbahn wurden 230 Tunnel und 4100 Brücken und Durchlässe gebaut. Das verheißt eine Bahnreise voller unvergesslicher Erlebnisse. Wir haben jetzt ein Reisepaket kreiert, wo Sie 16 Tage unterwegs sind. Also wir machen Start am Samstag, Ende am Sonntag, also 10 Urlaubstage, 2 Wochen. Sie starten am Samstag hier in Mitteleuropa per Bahn und sind Tag für Tag per Eisenbahn unterwegs. Natürlich auch mal im Hotel, wir sind nicht die ganze Zeit nur im Zug. Wir haben verschiedene Wege, die wir erarbeitet haben, wie wir nach Istanbul kommen. Einmal eben über die Tauern und dann Slowenien, Kroatien, Bulgarien. Dann haben wir aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Istanbul. Da haben wir dann also mal eine Nacht im Hotel. Oder wir fahren über Budapest, haben eine Hotelübernachtung in Budapest und dann über Sofia. Und dann fahren wir raus ans Schwarze Meer von Bulgarien und können dort noch das UNESCO-Weltkulturerbe Nessebar erleben. Und dann gehen wir im Bus nach Istanbul oder über Wien. Und dann in dem Dacia-Zug, der von Wien nach Bukarest direkt fährt und dann von Bukarest weiter. Und dann geht es durch die Türkei durch. Da haben wir momentan eine kleine Schwierigkeit, aber die haben wir schon gelöst, weil aufgrund der
der Konfliktsituation in der Grenzregion zu Syrien haben die Iraner den Transasia-Express, den grenzüberschreitenden Zug, momentan auf Eis gelegt. Aber wir haben da eine Lösung, eine sehr gute sogar. Wir haben eine andere Linie mit einem rein innertürkischen Zug gefunden, der Dogu-Express, der ist vielleicht auch ein Begriff. Und mit dem fahren wir so weit es geht in den Osten der Türkei rein und da kommen wir bis 230 Kilometer an die iranische Grenze ran. Schon dieser über 1000 Kilometer lange Abschnitt der Reise mit dem Ostexpress, denn das bedeutet Dogu-Express auf Deutsch, ist ein spannendes Erlebnis. Die Waggons sind bequem und modern, die Landschaft atemberaubend. Doch dann geht es ja noch weiter. Und dann haben wir dort einen lokalen Partner, der holt uns mit einem Minibus ab, bringt uns Richtung Grenze. Und zwar, wir kommen direkt am Fuße des Ararat-Berges vorbei, haben dann eine Hotelübernachtung. Dann geht es am nächsten Tag in den Iran. Dort kommt ein iranischer Bus, holt uns ab. Dann nehmen wir noch eine Sehenswürdigkeit im Nordwesten vom Iran mit, die sich absolut lohnt. Eine der ältesten Kirchen der Welt von den Armeniern. Da kommen sie halt normal, wenn sie im Zug vorbeifahren, können sie da nicht hin. Dann gehen wir zum nächsten iranischen Bahnhof, das ist in der Regel Tebris. Und dann können wir noch in Tebris ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Und dann gehen wir dort in den Zug und fahren von dort weiter nach Teheran. Es ist also eigentlich alles in besten Tüchern. Und ausgehend von dort folgt dann eine einwöchige Rundreise durch den Iran. Da haben wir auch wieder drei verschiedene Routen. Jede Route ist einem bestimmten Termin zugeordnet. Eine nimmt natürlich die tolle Bahnstrecke ans Kaspische Meer mit. Ab dann geht es mit dem Bus dem Kaspischen Meer lang, dem nach Norden folgen und die Reise endet in Tebris. Eine andere haben wir dann nochmal eine Nachtzugfahrt in Iran, in die Wüstenstadt Yazd an der Seidenstraße und dann mit dem Gruppenbus Isfahan und Shiraz. Und dann ist dort die Reise beendet. Und dann haben wir noch eine andere, da kommen wir dann leider nicht mehr in die Bahn, weil die Bahnlinien noch im Bau sind, in den Westen vom Iran mit Urmiasee. Und dann, da kommen wir also auch zu sehr schönen Sehenswürdigkeiten. Und da kann sich jeder im Grunde den Termin suchen, wo er natürlich zum einen Zeit hat, aber zum anderen auch mit dem Programm, wo er sagt, das passt jetzt. Weil es ist immer die Kombination, die Anreiseroute, die ich vorher skizziert habe, und dann mit dem Folgeprogramm im Iran nach Teheran. Als erste Eisenbahn Persiens erbaute ein belgisches Unternehmen 1887 die 9 Kilometer lange Strecke vom Bazar in Teheran bis zur Moschee Abd al-Azim in Rai. Gefahren wurde mit 5 Dampflokomotiven von den Persern Maschin Dudi genannt, Rauchmaschine. Die Bahn auf 1000 mm Spurweite wurde 1962 eingestellt. Die erste Dampflok wurde 1887 unter der Fabrik Nummer 662 durch das belgische Werk Atelier Métallurgique Tubis gebaut. Die alten Loks blieben erhalten, unter anderem nahe der heutigen Metro und können im Rahmen des Orientreisen-Bahnprogramms als besondere Attraktion besichtigt werden. Durch Ausländer erbaute Eisenbahnen entstanden unter russischer und englischer Regie. Erst unter Reza Schah wurden nationale Eisenbahnprojekte realisiert, diesmal normalspurige. Anfang 2015 gab die iranische Staatsbahn, abgekürzt IRIA oder RAI, die Länge der Hauptstrecken des nationalen Schienennetzes mit 10.420 Kilometer und der Nebenstrecken mit 2.821 Kilometern an. Das ist schon ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren. Doch jetzt steht ein ambitioniertes Ausbauprogramm bevor. Bis 2025 soll das Bahnnetz auf 25.000 Kilometer ausgebaut werden. Das heute überwiegend noch einspurige Streckennetz soll größtenteils zweispurig werden. Wegen der günstigen Preise des Dieseltriebstoffs aus eigenen Ölquellen war bislang die Elektrifizierung der Bahnstrecken weitgehend unterblieben. Auch das soll jetzt nachgeholt werden. Der iranische Bahnstrom arbeitet mit einer Spannung von 25 kV und 50 Hertz. Zu den modernen Triebfahrzeugen zählen Diesellokomotiven der Siemens-Baureihe Eurorunner 24PC, auch Iranrunner genannt, und Triebzüge von Hyundai. Das Bestandsmaterial ist bunt gemischt und stammt zum Beispiel auch aus Amerika oder Dänemark.
Sie haben den Fuhrpark aus allen möglichen Ländern in Europa, das ausrangierte. Und natürlich finden Sie auch französische Corail-Wagen und Orlunia-Wagen, die teilweise im Einsatz sind. Ja. Die breite Fächerung des Rollmaterials und sein Alter bringen es mit sich, dass im Lande Reparaturen, Modernisierungen sowie der Neubau von Komponenten und Fahrzeugen verstärkt nachgefragt werden. Die dazu notwendigen Bahnwerke im Iran wurden modernisiert und suchen Partner und Kunden im Ausland. Eines dieser Werke ist das Unternehmen Taham in Teheran. Taham Locomotive Aria is the name of our company. Unser Unternehmen heißt Taham Lokomotiv Aria. Wir beschäftigen uns mit Bahnfahrzeugen und ihren Komponenten. Wir haben über 25 Jahre Erfahrung in Unterhaltung, Modernisierung, Reparatur, Revisionen von Lokomotiven, in letzter Zeit auch von U-Bahn- und Stadtbahnzügen. Außerdem stellen wir Komponenten für Bahnfahrzeuge neu her, wie Traktionsmotoren, Traktionswandler, Generatoren und Turbolader und deren Teile. Das Unternehmen arbeitet in Teheran auf einem Werkstattgelände von 30.000 Quadratmetern. Auf der Eisenbahnmesse InnoTrans 2016 stellte Taham einige seiner Produkte aus. This is an AC traction motor used in subway, in metro. Das ist ein Traktionsmotor für U-Bahnen. Er hat eine Leistung von etwa 180 Kilowatt. Ein Asynchron-Kurzschlussläufer. Das ist unser neuestes Produkt, das unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung realisierte. Es wurde getestet und gebaut. Jetzt suchen wir dafür Kunden. And now we are talking with our clients to sell this traction motor. Die Vielfalt der in Iran eingesetzten Lokomotivtypen schafft dem Werk gut gefüllte Auftragsbücher. 2015 lieferte es zum Beispiel 5 von insgesamt 10 komplett modernisierten Lokomotiven des Herstellers General Electric an die iranische Staatsbahn aus. We work in Iran. Im Iran arbeiten wir vor allem an Lokomotiven der Type GT26 und der Type GIC307. Wir unterhalten auch Fahrzeuge von Alstom. Mit der Reparatur von Lokomotiven der Hersteller GE, GM und Alstom haben wir vielfältige Erfahrungen. Von diesen GE-Lokomotiven C307 haben wir auch 33 komplett modernisiert. Auch sind wir autorisiert für den Bau und Reparatur von Komponenten, wie elektrischen Wandlern und Traktionsmotoren. And procurement of parts, this kind of locomotives. Also the components of this locomotive, for example, electrical machines such as. Kürzlich gewannen wir den Vertrag, die laufenden Unterhaltungsarbeiten und Reparaturen an den Fahrzeugen der ersten U-Bahn von Mashhad auszuführen. Mashhad ist die zweitgrößte Stadt Irans und mit ihrer Mischung aus Moderne und Tradition eine touristische Attraktion. Der Vertrag für die Unterhaltung der neuen U-Bahn-Fahrzeuge ist zweifellos ein Prestigegewinn für die Firma Taham. Mashhad liegt 925 Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt. Die Bahnverbindung zwischen beiden Städten wurde 2014 als erste Bahnstrecke Irans mit dem automatischen Zugsicherungssystem ATP ausgerüstet. Mehr als 10.000 Kilometer sollen folgen. Viel Arbeit auch für Taham, die vielleicht in Zukunft diese Fahrzeuge mit den Komponenten des Systems ausrüsten dürfen. Erst einmal ist aber die Wartung der Metro von Mashhad angesagt und Kunden im Ausland sind zu gewinnen. Wir sprechen mit ausländischen Kunden und versuchen, sie für Geschäftsmöglichkeiten in Iran zu interessieren. In das Ausland werden wir im nächsten Schritt gehen. Erst einmal präsentieren wir uns selbst. Wir sind offen für Kooperationen. Im nächsten Schritt wollen wir anderen Ländern unsere Dienstleistungen anbieten. Doors are opening and we are ready to offer services. At the first stage we're looking to our neighbors maybe. Die Türen öffnen sich ja derzeit. Am Anfang werden wir sicher mit unseren Nachbarn im Mittleren Osten sprechen. Unsere nördlichen Nachbarn nutzen ähnliche Lokomotivtypen wie wir. Wir können Reparaturen und Modernisierungen anbieten, sowie die Lieferung von Ersatzteilen und Komponenten.
Hilfreich dürfte dabei sein, dass die Firma das Qualitätszertifikat IRIS der internationalen Eisenbahnindustrie erhielt. Wir sind das einzige Unternehmen Irans, welches das IRIS-Zertifikat erhielt. Es gibt wenige Unternehmen in Mittelostasien, die dieses Zertifikat erhielten. Wir haben es. Iran hat 77 Millionen Einwohner. 2011 beförderte die iranische Eisenbahn 29 Millionen Reisende und 33 Millionen Tonnen Güter. Das entspricht einem Anteil von 11% am Personenverkehr und von 9% am Güterverkehr des Landes. Für Personen- und Güterverkehr gibt es zahlreiche private Bahnverkehrsunternehmen. Nur die Schieneninfrastruktur wird komplett durch die Staatsbahn verwaltet. Verbessert werden sollen die Bahnverbindungen mit dem Ausland. 2014 wurde ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung der alten Seidenstraße getan. Eröffnet wurde die grenzüberschreitende Strecke nach Turkmenistan und Kasachstan und damit der indirekte Anschluss zum Eisenbahnnetz der Volksrepublik China. Allein in den kommenden 5 Jahren will Iran in die Eisenbahn 28 Milliarden Dollar investieren. Im Gegensatz dazu kostet die Spezialreise für Bahntouristen erheblich weniger. Für die Frühbucher, die sich bis 4 Monate vor Beginn der Reise bei mir verbindlich melden, können also quasi damit kalkulieren, inklusive Abfahrt in Deutschland, also Süddeutschland, sagen wir so mal Frankfurt als Orientierungspunkt, das ganze Programm runter, im Iran dann Halbpension und ein örtlicher deutschsprachiger Reiseleiter inklusive Eintritt in alle Sehenswürdigkeiten, die man im Programm sich anschauen kann. Und auf dem Weg in den Iran sind also alle Reservierungen in den Zügen mit drin. Wir haben also im Standardpreis, wenn wir über Nacht fahren, den Liegewagenstandard, aber man kann für einen geringen Zupreis auch da, wo die Züge es haben, den Schlafwagen bekommen. Oder wo es fahrplantechnisch halt notwendig ist, die Hotelübernachtung ist also alles mit drin. Plus Rückflug nach Deutschland sind wir dann so bei einem Richtwert von 2.800, 2.900 Euro. Für 2017 plant der Veranstalter 2 Spezialprogramme, im Juni und im Oktober, November. Mancher mag sich fragen, ob eine solche Gruppenreise denn auch sicher ist. Schließlich führt der Weg in der Türkei durch unruhige Kurdengebiete. Und Nachrichten aus Iran klangen nicht immer positiv. Doch Reiseveranstalter Andreas Lotter versichert, alle Programmpunkte sowie die Reisebetreuer sind persönlich geprüft, es gibt kein Risiko. Und die Iraner sind freundlich und offen für Gäste. Als dieser Transasia-Express noch fuhr, einmal die Woche, gab es natürlich ein großes Interesse von Individualreisenden. Ich finde es zum einen natürlich schade, dass das ja nicht mehr fährt, weil ich würde diese Gruppenreisen auch gerne in dem Zug machen, aber auf der anderen Seite, da er eben jetzt nicht fährt, und das ist ein Aspekt, den kann ich nicht beeinflussen, ja, macht es natürlich dieses Reiseprogramm jetzt umso exklusiver, ja. Weil wir bieten natürlich auch, also vielleicht eine kleine Nachricht an Individualreisende, die mit dem Gedanken gespielt haben, ich würde gerne mit dem Transasia Express fahren und jetzt sagen, Mist, er fährt nicht. Ich biete denen auch an, dass ich auf dem Wege, wie ich diese Reisen jetzt organisiere, das individual organisiere. Sie müssen mindestens 2 Personen sein, weil für eine Person ist es zu teuer. Aber Sie werden eben sehen, die Preise, die Sie dafür bezahlen müssen, sind eben deutlich höher wie ein Zugticket im Transasia Express. Und natürlich, es ist ein exklusiverer Service, ein Angebot, aber das ist nicht eine Frage, will ich die Exklusivität, aber wir haben einfach keine andere Wahl. Und wenn jemand bei mir das bucht, dann habe ich auch eine gewisse Verantwortung und ich schicke den nicht per Anhalter durch das osttürkische Kurdengebiet, sondern, also den Schuh ziehe ich mir nicht an, sondern ich schicke den einen Autofahrer und der wird gefahren von einem Touristguide und er kommt aus der Gegend und er weiß, wie er es machen muss. Und da weiß ich einfach, die Leute sind in sicheren Händen. Haben Sie Fragen oder auch Anregungen an den Veranstalter, schicken Sie uns einfach eine E-Mail, wir reichen das dann weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.